Japans Premier Shinzo Abe hat die Staats- und Regierungschefs des G7-Gipfels im japanischen Ise-Shima begrüßt. US-Präsident Barack Obama hatte schon am Vorabend mit Abe gesprochen. Es ist Obamas letzter G7-Gipfel. Er will am Rande auch Hiroshima besuchen als erster amtierender US-Präsident. Nicht alle G7-Länder sind noch die größten Industrienationen der Welt, aber Frankreich liegt an sechster Stelle. Rein nach Wirtschaftsleistung müssten auch China und Indien mit am Tisch sitzen. Auch Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, und EU-Ratspräsident Donald Tusk sind in Japan. Die EU will von den Industrienationen ein Bekenntnis zur Flüchtlingskrise als globales Problem und einen größeren Beitrag zu ihrer Bewältigung. Ein Anliegen, dem sich auch Italiens Matteo Renzi anschließen dürfte. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel war schon am Morgen in Ise-Shima eingetroffen, rund 300 Kilometer südwestlich von Tokio. Das zweitägige Treffen begann mit einem Besuch in dem berühmten Ise-Schrein, dem wichtigsten Heiligtum der japanischen Urreligion Shinto. In den kommenden Tagen soll es unter anderem um die Weltwirtschaft, Handelsabkommen, die Flüchtlingskrise und internationalen Terrorismus gehen.